and his robot jazz band. A 1, 2, 3, 4. Ich wette, die Polizei ist ganz wild darauf, den Kerl mit dem Piratensender zu finden. Vor dem sollte ich mich besser in Acht nehmen. Vor dem sollte ich mich besser in Acht nehmen. Ich weiß nicht, wie man das aber Sie sagen, sie hat sich den Arschknochen gebrochen. Tut mir noch leid, dass ich sie mitgenommen habe. Sie hat gesagt, sie sei noch nie auf dem Robertplatz gewesen. Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Backers Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Salmakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig?
Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und einen Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster. Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Und wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. Könnte sein. Irgendwas dabei, wenn du kommen kannst. Weiß nicht, Bruder. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn hier? Wieso fährst du mit dem Laster rum? Was ist mit deinem Laden? Die Regierung hat meinen Laden dicht gemacht. Sie wollen nicht, dass Nigger Waffen kaufen. Die haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbrotern das Hirn rauszupusten. Diese Motherfucker. Wem sagst du das? Melde dich, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Lincoln, suche nach Verdächtigen, du bist ein erfreulicher Anblick. Ich wiederhole, suche einstellen und Streifendienst von... LaVeau, ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer?
Entweder das, oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlas Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an ihn ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlas Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mache ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Mr. Lavoe hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Merles Leute sind hier überall. Mach ich. Danke. Was von dem Geld hier geben. Tut mir sehr leid. Oh, tut mir leid.
Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Von einem Millionär gekitzelt worden, Baby? Verfluchtes Arschloch! Was kostet's, wenn du dich auf mein Gesicht setzt, Kleiner? Johnny an. Plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen gottverdammten Sender. Jetzt muss ich mich nicht erlauben. Unter solchen Scheiß. Du könntest es einfach ausschalten. Aber das ist mein gottverdammtes Radio, nicht das von irgendeinem geheimnisvollen Nigger. Dann weiß ich nicht, was ich dir noch sagen soll. Ich fürchte, dann musst du wohl doch endlich lesen lernen. Raus hier. Ihr alle. Seht ihr das? Du meine Güte! Der führt nichts Gutes im Schilde. Ich hab auch vergessen, dass du hier geboren und aufgewachsen bist. Vierte Generation. Und ganz im Ernst, der Laden, wo Mikey hingegangen ist, war goldrichtig. Da gab's Etouffee wie bei Mutter. Gott! Großsack! Erledig das, Jungs! Ja! Ja. Jetzt haben wir dich erwischt, was? Oh. Ja, schon wieder einen erwischt. Einfach aus dem Weg. Raus hier. Seht nach, was ihr finden könnt. Sinnlos, hier weiterzusuchen.
Kommst du an ihm vorbei? Hier ist er nicht. Beweg mich weiter vor. Irgendwann zeigst du dich. Oh Gott, die wollten... Sobald du hier raus bist, geh zu Cassandra ins Pierced Heart. Sie hilft dir. So ein bisschen Ärger, der dich nicht so angeht. Was habe ich dir gesagt? Alles, was du brauchst, waren ein paar Vitamine. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Ja, danke. Danke dir. Klar werde ich lieb sein und mach alles, was du willst. Gut, ich will nämlich alles. Und dann noch Nachtisch, Süße. Bruder, ganz ruhig. Du musst es einfach sanfter angehen lassen. Wie soll ich das denn anstellen? Dieser verdammte Hund führt sich ja auf, als wäre ich schuld an seiner Heroinsucht. Du musst ihn ja nicht gleich platt machen. Das muss man dem alten Nigger lassen, der das Hollow regiert hat. Der hatte seine Leute im Griff und hat nicht so viel Unruhe verbreitet. Wenn scheiß Richie bloß dasselbe täte... Keine Spur von... Was soll das? Was machst du denn da?
nicht nach Muschi. Ist es nicht weiß, ist es Schein. Scheiße, keine Kugel mehr. Er wird kaum was mitkriegen. Hallo? Ja, wir brauchen sofort Hilfe. Falls jemand Lust hat, hätte ich da eine Meldung über einen bewaffneten Farbigen im Hollow. His robot jazz band. A 1, 2, 3, 4. Ich hab was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mach dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich hab dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Diese Cassandra hat dich ganz schön angeschmiert, was? Verfluchte Irre. Alle miteinander. Ich würde ein bisschen Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wolfart. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Lincoln, du bist ein Erfreut. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist.
eitel. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Aber trotzdem glaube ich immer noch. Los, raus! Raus! Nein, ich bin Auto, bitte! Es tut mir leid. Verzieh dich, sonst werd ich ungemütlich. Menschen verwechseln die Legitimität, als ob wir nicht nur eine Menge Gesetze hätten. Gemeint, was denn gemacht? Wir haben sehr viele Menschen angearscht. Wir haben ich könnte in Rente gehen. Echt? Aus dem Weg! Das ist Säure und Kopf ist nicht für die Ohren von Trotteln bestimmt. Als ich meine spätere Ehefrau zum ersten Mal auf einen Drink einlud, hast dir nichts verloren, Junge. Ich würde sie mit Schweigen spaßen. Was ist? Denkst du, ich bin blind, Junge? Es war, als wollte sich meine Zunge im Rachen. Falscher Ort, falsche Zeit. Aus dem Weg! Als wir aufwuchsen, waren wir bettelarm. Ich erinnere mich, wie einige dieser Großkatzen mit etwas Geld in der Tasche damals versucht haben, mich und meine Leute abzuspießen. Wir waren auch Weiße. Warte mal, wer seine Zündung der reinste Dreck. Was ist bloß los mit dieser Welt? Verschwindet hier! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wir haben uns... Jetzt kann ich... Hier drüben! Ich muss nachladen! Der Wichser ist verschwunden!
werden soll. Ich will nichts damit zu tun haben. Er will's in den Arsch. Nein, nein. Und dann dieses Ding, das ich benutzen sollte. Das wollte er in den Arsch. Wir müssen fliehen. Wir müssen hier weg. Wir hatten schon mal dran gedacht, euch zu ziehen. Aber wo ist es denn besser als hier? Nirgends. Hey! Raus hier! Er wird kaum was mit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Ja! Komm runter! Stinkstiefel! Ein Magazin! Gib mir Rückendeckung! Lincoln, du bist deine... Merle hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Levon. Wir haben ihn doch gerade erst gestern Abend draußen gesehen, mit einem Mädchen, das jung genug war, um seine Tochter zu sein. Das ist den Gegner.
Hallo, Darling. Ich hab gar nichts gesehen. Überhaupt nichts. Da wurde jemand verletzt. Versteh mich nicht falsch. Ich will ja gar nicht behaupten, dass alles perfekt ist. Natürlich wünschte ich, einiges wäre besser. Schwarzer Freund, das sagst du nur, weil du das bei Cassius lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wieso alle so überrascht sind. Wir wussten alle, dass der Junge schon als Kind nicht so war wie die anderen. Aber solange er glücklich ist, wen geht das was an? Zweifellos. Kann immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Scheißer die Eier hat und hinter uns her ist. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Ja? Die Lässigen wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Außerdem sehe ich im Moment keinen von ihnen. Du etwa? Hab gehört, dieser eine ist nicht aufzuhalten. Ist ein schwarzer Dämon oder so ein Scheiß. Du solltest aufhören, diesen Fusel zu saufen. Es gab noch nie einen Mann, den ich nicht hätte aufmischen können. Wir sind alle verdammt! Also fahren wir zur Hölle! Jetzt bist du am Arsch, Junge. Ich bin raus hier, Deckung. Bitte! Vorsicht! Weg hier! Euch von der anderen Seite! Ja! Ja. Ja. Bereit zum... Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals! Schönen Tag auch, ihr Sackgesichter! Nick gefangen, Schuss! Ich verkriech mich! Da ist unser Problem. Ich gehe in Deckung! Das ist die Macht der weißen Rasse. Seht ja, nach, was ihr verjagen könnt. Er ist noch hier. Wo bist du, Frank? Ich geb dir Deckung! Los geht's, ihr Schwung!
Der Kleine wird den Rest seines Lebens davonlaufen. Irgendwann zeigst du dich. Was haben wir denn hier? Grüße! Keine Zeit zu verlieren, Wichser. Ich habe Brüder zu beerdigen. Du bist tot, Schwanzlutscher! Erzähl das Gute. Jetzt lohnt es sich, meine Schramme zu waschen. Unbekümmert hier durchspazieren. Sag's mir. Bist du das, du Ratte? Irgendwann zeigst du dich. Oh! Heiliger, zeig mal, was du drauf hast. Vor mir versteckst du dich nicht, Kleiner. Zeig mal, Hurensohn! Unterstützung! Da! Jemand Ärger! Da! Komm, ich mach lieber, dass ich wegkomme. Da! Du hättest dich verpissen sollen, als du noch konntest. Geh in Deckung! Wie fühlt sich das an, Arschloch? Er muss nachladen! Feuer frei! Und was willst du machen, Nigger? Das. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlers Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. ...1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt.
Oder hier. Ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Seit dem Bürgersturm damals. Aber auch kaum Hoffnung, dass sich daran in nächster Zeit was ändert. Onkel Billy hat mir erzählt, dass er beim Saubermachen geholfen hat. Das ist schon eine Ewigkeit her. Wie kann der Hurensohn die ganze Radioskala kippen? Das nervt für uns. Tut mir sehr leid. Tut mir wirklich leid, Großmama. Gesegnet habe, war wohl die Unterwäsche einer jungen Frau. Sie und ihr Mann hatten noch kein Kind bekommen können und sie dachte, es könnte helfen. War schon ein bisschen peinlich. Aber letzte Woche hat sie ein kleines Mädchen geboren. Ganz ein schwarzer Kaffee und ein dicker, fetter Joint. War 42 Jahre lang mein Standardfrühstück. Und ich sehe keinen Grund, jetzt was dran zu ändern. Das Mädchen ist länger bei mir geblieben, als sie sollte. Länger als die meisten. Nee, als sie fortging, war ich froh für sie. Naja, das stimmt so nicht. Die Gemeinde braucht diesen Ort, Mr. Clay. Einen Ort, an dem die Leute ihre Sorgen vergessen und einen bisschen Spaß haben. Dann wäre ich stolz gewesen. Die sonst keiner versteht. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen.
Ist nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, ich scheiße nochmal? Richie ist nicht gerade begeistert davon. Er und Trigger waren sternhagelvoll. Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann das... So eine Scheiße. Entschuldigen Sie bitte. Hä? Weiß einer, was hier los ist? Thank you.
Verzeihung. Das sieht gar nicht gut aus. Ach du meine Güte. Du hast hier nichts zu suchen. Wieder einen Braten in der Röhre. Hä? Hörst du mich? Ich sagte, hau ab! Scheiße, das ist nicht gut. Ich geh in Deckung! Achtung, die Flammen schlagen zurück! Bereit zum Feuern! Hier drüben. Hey! Ist nur eine Frage der Zeit. Er wird gar nicht wissen, wie ihm haben wir denn hier?
Fotze. So lebst du ein gutes Leben. Hör auf, Ärger zu machen. Meine Frau hat den Jolibon her. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Wie geht's? Verzeihung. Tut mir sehr leid. Passen Sie auf, wo Sie hingehen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und streiten. Lange nicht gesehen. Pass doch auf, Mann. Hey, diese Armleuchter, die du da anwerben willst, lass dich nicht in ihre... Bin immer noch nicht ganz eingerichtet hier. Das verdammte FBI hatte schon die halbe Stadt verkabelt. Vom Hollow fern! Warum zieht er auf dich? Du strapazierst dein Glück! Du hättest dich verpissen sollen, als du noch konntest. Verteilt euch! Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Du unterstehst mir. Worauf wartest du? Mach ihm Feuer unter Mann! Brenn, Digga, oh mein Gott! Oh mein Gott!
Zusammenzukommen und ein paar. Ich spüre, dass das was für die Jungen ist. Wir sind nicht allein. Wir Alten wissen nur zu gut, was es uns abverlangt. Ist schwer, wir finden dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Still jetzt. Ich werde diesen Jammerlappen finden. Darauf kannst du Gift nehmen. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Der Wichser ist so weiß, dass ich jedes Mal... Was? Aber ich meine... Leute, hier drüben! Kommst du um ihn herum? Wer ist hier? Holt ihn euch! Kriegt ihm die Zähne raus! Zeit, dieses Arschloch in die Hölle zu schicken. Du bist eine Arme.
einfach in Ruhe, bitte! Lauf! Steht hier nicht dumm rum? Schnell weg! Verschone mich, bitte! Was hat er mit der Waffe vor? Siehst du, was der mit sich rumträgt? Ich glaube, das schaue ich mir mal genauer an. Das sieht gar nicht gut aus. Lauft! Was ist das um Himmels Willen? Das sieht gar nicht gut aus. Nebenbei andere Frauen auf. Wir haben ihn doch gerade erst gestern Abend draußen gesehen, mit einem Mädchen, das jung genug war, um seine Tochter zu sein. Das ist denn jeder Beziehung. Wir brauchen die Polizei hier unten! Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Thank you.